So, wir zeichnen auf. Der Stream hat leider nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Aber das macht mir ja nichts. Hier wäre diese Aufgabe, die zu tun ist. Empfohlenes Power Level 30. Ich mache vorher noch eine Aufgabe. Oder einen gelben Gegner. Lang. Da gehen wir mal auf ganz normalem Wege durch. Okay, habt ihr das gesehen? Der ist gerade eben dahinter gelandet. So. Kapitän. Und ab geht's. Manchmal muss es die Super sein. Wunderbar. So läuft es. Da haben wir was bekommen. 35, 33, 36. Läuft. Eigensinn zweimal. Jetzt kommt die hier dafür weg. Sieht das doch schon besser aus. So schnell kann es gehen. Wirblitz mag ich eigentlich nicht. Ich mag die Solargranate behalten. So. Gehen wir mal wieder raus. Vielleicht finden sich da noch ein paar Engramme für mich. Wer weiß. Würde ich mich drüber freuen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die sonderlich gut finde. Joa. Man kann schon relativ schnell damit schießen, das muss man ihr lassen. Diese Waffe. Was kann man hier scannen? Oben. Kiste. Ja, sowas. Nehmen wir gleich mal mit. Kann man jetzt hier endlich mal scannen? Ich muss mir das doch anschauen. Jetzt untersuchen. Machen wir. Ganz interessante Daten in diesen Sachen. Ich glaube, die kamen mit dem Haus des Winters den ganzen weiten Weg von der Venus.
Auch nicht schlecht. Ich schlage vor, wir machen jetzt noch ein paar Gegner. Aber nicht diese hier. Das ist ein bisschen zu arg. Oh, wohl. So langsam habe ich doch mein Lichtlevel, mein Powerlevel, was ich haben möchte. Ein gelber. Angriff. Ihr seht diese Gegner, die sind rot. Deshalb sterbe ich hier auch so schnell. Aber wir könnten uns auch in der Nähe von diesem Jäger hier aufhalten. Um ein bisschen Erfahrungspunkte abzusahnen. Ganz hilfreich sein, sofern er hier bleibt und nicht stirbt. Einfach mal reinballern, in Bewegung bleiben. Nicht sterben. Nicht sterben ist die oberste Regel. Sonst gibt's keine Erfahrung. Ja. Feines Gemetzel. Level up Nummer 4. Ist doch schön, oder? So macht das Ganze doch Spaß. Herrlich. Weg mit euch.
Hab ihn aber getroffen. Schneller Gegner. Hier, der Pixel Warrior. Der hält sich hier gerade ziemlich auf. Oh, und da hätten wir einen gelben Gegner. Echt stressig hier. Aber für den gelben gab es jetzt gar nichts, glaube ich. Gefallene müssen es hier versteckt und dann vergessen haben. Ich... Oh, die Sachen stammen aus dem Turm. Nicht schlecht. Gleich mal was abgesahnt. Hinterher. Wieder was. Also komm. Level ist nun hoch genug und wir werden dort unterwegs auch noch ein paar Sachen finden. Also los. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Banner angucken. Oh, eine Kiste. Aber ich glaube, das ist die von gerade eben. Jawohl, schon geplündert. Banner anschauen. Dieses hier. Es ist ein Gefallenenhaus-Siegel. Aber keines, das ich kenne. Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Depot suchen. Gut. Ja, ich weiß schon wo. Ein grünes Engramm ist auch nicht schlecht. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen.
Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Mal gucken gehen. Hier wäre auch was zum Scannen. Da oben. Noch so eine Kiste. Eine vergessene Kiste. Im Schatten versteckt. Wahrscheinlich leer. Möglich. Also ich hätte reingeschaut, wenn es gegangen wäre. Hier, Zeichen lesen. Ups. Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben, wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Sehen wir mal nach. Haben wir uns ja vorhin schon angeschaut. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Wer rechts schon, rum. Was da unten lauert. Seid vorsichtig. Ja, das wird schon werden. Ist gar nicht schlecht irgendwie. Wenn die immer so stark bleibt. So kann man den Captain auch killen. Einen Captain einen Schlüsselcode abzuholen. Ich kann sicher dieses Depot öffnen. Gute Arbeit da unten. Jawohl. Verstecken und schätzen wie diesem offen. Ein grüner Helm. Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. In der Zwischenzeit machen wir uns ans Eingemachte. Kommt den Kirchturm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Tee können wir bestimmt brauchen nach dieser aufreibenden Arbeit. Scharfschützengewehr war auch sehr schnell verfügbar. Das hat mir gefallen. Dürfen wir jetzt? Ja. Ab zurück zu Devrim. Navigator öffnen, alles klar. Meilensteine, jetzt geht's los. Mit der Tess sollte ich auch noch sprechen. So. Ziel markiert. Ab zu Devrim K. Wir sind ja quasi schon in der Kirche. Nur darunter. Hallo. Sei da draußen vorsichtig. Verschiedenes abschließen. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht, aber leider schon selbst getrunken. Sei das nächste Mal schneller. Okay, das Signal. Während du mit den Gefallenen gerauft hast, hatten wir hier Probleme. Hawthorne hat das letzte Relais auf dem Berg über den Salzminen platziert. Doch selbst aus dieser Höhe haben wir nicht die erwartete Reichweite. Irgendwie seltsam. Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Wir müssen ihn ihr nur bringen.
Todeszone im wahrsten Sinne. Kein Problem. Ich hoffe, es ist dir von Nutzen. Kriegen wir hin. Präzisionskills. Ups. Das war ja mal peinlich. Aber wenn die gerade eh am Kämpfen sind. So. Wenigstens mal ein bisschen was getroffen. Ich will da raus. Geht nicht. Ja, wir sollen jetzt Aufgaben lösen. Gefällt mir ja mal gar nicht. Schauen wir uns die Aufgaben mal an. Hier ist schon eine fertig. Super Multikills, Präzisionskills. Nur 10 Stück. Das können wir ja hinkriegen. Ich war ja vorhin mit der Pistole auch nicht so schlecht. Moment, Handfeuerwaffe war ich ja auch nicht so schlecht unterwegs. Schluss. Weg. Weg mit dir. Haben wir hier nochmal so einen kleinen. Ja. Gimme your face, habe ich mir gerade gedacht. Verfolgte Objekte habe ich keine. Ich dachte, ich habe die Aufgabe angeklickt. Kiste, Kiste, Loot, 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 Loot. Kam natürlich nichts raus. Aber hey, Hauptsache ein Gegner weniger. Na, das ging aber besser. Gegner, Gegner. Ja, ich schlage so unglaublich gerne. Zumindest mit dem Warlock. Sonst hat man es ja eher nicht so nötig. Ein Präzisionskill noch. Den kriegen wir noch zusammen, oder? Zack, das war er. Ja, Adlerauge. Abgeschlossen. Es ist gar nicht so unwichtig, hier Aufgaben zu machen. Denn Aufgaben bringen immer Belohnungen.
hier sehe ich jetzt gerade, dass der Gute auf ein Event wartet. Da mache ich mit. Alles mitnehmen gleich von Anfang an. Ist absolut kein Fehler. Und wir wollen ja Level 6 erreichen. Und ja, das geht nur, wenn man spielt. Eine Minute 15 noch. Da können wir dann auch noch ein bisschen rumlaufen. Gesehen. Oh, das Event startet. Ich glaube, ich sollte mal auf die andere Seite gehen. Um alles mitzunehmen. Einfach rüberlaufen. Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Ja, halte die Augen offen. Wunderbar. Glimmerbergbautrupp. Erledige sie. Für alle, die es nicht wissen, hier muss man drauf schießen. Gerade bei dieser Glimmer-Extraktion. Denn man kann diese Herausforderung somit heroisch machen. Ich weiß nicht, hilft er mir? Macht er irgendwas? Steht er nur rum? Ich hoffe mal, ein gesuchter Gegner kann man immer mal brauchen. Nächstes Ziel. Sie machen sich auf den Weg woanders hin. Da vorne. Alles klar.
Oh, ein cooles Scout. Macht zumindest einen coolen Eindruck. Sieht ein wenig eintönig aus, aber ist die Mühe wert. Ich hoffe mal nur, dass meine Unterstützung auch so lange da ist. Beziehungsweise der ist schon gar nicht mehr da. Schade. Schade. Ich hoffe mal, ich schaffe es trotzdem. Auch ohne Unterstützung. Wenigstens das Ganze hier abzuschließen. Die Pistole ist ja nicht schlecht. Aua. Haben wir noch was? Nein. Ach, wie schade. Jawohl. Halte sie fern, ich teleportiere ihn. Jetzt wird's aber schwierig. So komplett ohne gelevelt zu sein. Uiuiuiui. Wie soll ich denn den wegkriegen?
Sehr, sehr stressige Angelegenheit. Ich muss schon sagen. Aber wenn man überlegt, was für ein Level ich gerade habe, finde ich es ganz in Ordnung, dass ich noch lebe. Aber ist vermutlich auch hier dieser Position geschuldet, dass ich am Leben bin. Weil hier unten läuft es dann nicht ganz so gut. Zack, eine drauf gekriegt. Habe ich was dafür gekriegt? Schön. Ja, und jetzt wegrennen. Das hat mir ganz gut gefallen. Muss ich schon sagen. Schönes Event gehabt. So. Einmal Brustschutz. Und eine Maschinenpistole mit richtig guten Werten. Schub, Lenk, Balance. Wir nehmen das da. Ich glaube, ich muss die anderen auch noch auswählen. Sonst gibt es nachher nichts. Schön. Ja. Mal die Waffe testen. Oh, fühlt sich gut an. Fühlt sich ganz gut an. Nicht schlecht. Hochrangiges Ziel. Jawohl. Immer schön drauf. Hochrangige Ziele. Die müssen um jeden Preis bekämpft werden. Denn wir sind die Hüter. Auch ohne Turm aktuell. Ja. Zweimal Material von diesem Planeten. Dieses Glas. Glas nennt sich's, glaube ich, hier. Geht's aber vorwärts. Die Aufgaben, die ich machen sollte, habe ich gemacht, oder? Wenn es darum ging. Mal schauen, ob ich... Jawohl.
Devrim hat was Neues und wir machen jetzt Schluss, damit ihr auch gespannt bleibt. In der nächsten Folge werden wir diese Aufgabe machen. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.